Hallo zusammen, hier geht es um die numerische Apertur und eine Übung zur Optik. Die Frage ist, wie viel Licht passt in einen Lichtleiter? Das Experiment ist hier gezeigt. Wenn man ein Stück Plexiglas nimmt, kann man durch Totalreflexion in dem Plexiglas erreichen, dass das Licht transportiert wird. Und da ist es erstmal unabhängig davon, ob der Querschnitt dick ist, wie hier, oder in einem medizinischen Lichtleiter, da hat das Medium nur einen Durchmesser von wenigen Mikrometern, oder ob es eckig ist. Es ist die Totalreflexion in dem Lichtleiter. Und die Frage ist jetzt ganz einfach und ganz praktisch, unter welchem Winkel kann das Licht einfallen, damit es transportiert wird? Also hier die Aufgabe, bitte anhalten und erstmal selber überlegen, die Lösung und das Experiment hinterher kommt noch einmal. Also die Aufgabe, zeigen Sie, dass für den Akzeptanzwinkel Alpha eines Lichtleiters in Abhängigkeit vom Brechungsindex von Kern und Mantel gilt N0, das ist das äußere Medium mal Sinus Alpha gleich Wurzel aus N1² minus N2². Wenn N1 und N2 die Brechungsindizes von Kern und Mantel sind. Dieser Ausdruck, der wird numerische Apertur genannt. Gucken wir uns das erst noch einmal im Experiment an und dann rechnen wir die Lösung. Die Frage, wie viel Licht in einem Lichtleiter transportiert werden kann oder hineinpasst, können wir hier uns etwas grob angucken. Wenn wir mehrere Lichtstrahlen nehmen, die sind divergent und wir stellen einen Lichtleiter hin, hier groß, also ein Stück Plexiglas, und wir gucken uns an, ob all diese Strahlen, die in einem unterschiedlichen Winkel einfallen, auch transportiert werden. Also gucken wir uns nacheinander die Strahlen an, der erste, der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte Strahlen, die kommen alle unterschiedlich raus, aber es passen sozusagen alle Strahlen rein. Und die Frage ist das immer so und hängt es vielleicht von dem Brechungsindex ab des Lichtleiters? Gucken wir uns das besser an, wenn wir hier nicht so viele Strahlen nehmen, sondern wirklich nur einen. Hier also ein Lichtstrahl jetzt und wir variieren den Winkel und beobachten, dass der Lichtstrahl wohl offensichtlich transportiert wird, total reflektiert wird, unabhängig vom Winkel. Und das können wir uns an einem größeren Stück nochmal etwas besser ansehen. Da ist es von der Geometrie einfacher zu sehen. Auch bei einem Einfallswinkel von fast 90 Grad jetzt tritt hier der reflektierte Strahl so auf, dass hier an der oberen Stelle Totalreflexion vorliegt. Das ist allerdings ein Sonderfall, weil wir den Übergang von Luft in das Plexiglas und vom Plexiglas wieder ins Luft haben. Also nur zwei Brechungsindizes innen und außen haben. In einem realen Lichtleiter ist das etwas anders, dass wir nämlich außen um den Kern eine Hülle haben mit einem anderen Brechungsindex. Und das können wir simulieren, indem wir ein bisschen Wasser nehmen und einen Finger drauflegen. Ich mache mal den Finger einfach feucht. Der simuliert jetzt einen anderen Brechungsindex und wir sehen direkt, dass das Licht hier in den Finger wohl eher eintritt und das Licht nicht mehr total reflektiert wird. Das liegt daran, dass jetzt der Übergang vom Plexiglas auf das Wasser bzw. Finger vorliegt. Das hängt allerdings davon ab, wie groß der Winkel ist. Wenn der Winkel kleiner ist, ändert der Finger hier fast nichts. Es ist immer noch Totalreflexion. Und das ist also jetzt die Frage, wie hängt der Winkel, in dem das Licht einfallen kann, um transportiert zu werden, ab von den beiden Brechungsindizes, nämlich von dem Material und der Hülle außen herum. Klären wir das jetzt also mit einer Formel. Also beginnen wir das uns anzugucken. Hier über mir ist also nochmal gezeigt, wie die Brechungsindizes gemeint sind. N1 vom Kern, N2 vom Mantel, der außen drum herum liegt.
Und gesucht ist dieser Winkel Alpha, unter dem das Licht einfallen kann. Im realen Lichtleiter ist noch ein Schutzmantel außen drumherum. Der ist tatsächlich üblicherweise das dickere und der Mantel ist dünn. Und die Frage ist jetzt, wie hängt jetzt dieser Winkel Alpha von den Brechungsindizes ab? Im Experiment war erstmal von dem Stab war erstmal nur eine Lufthülle drumherum. Das heißt, dieser Mantel existierte nicht mal und die Schutzhülle auch nicht. Gucken wir uns das noch einmal an. Hier, wenn so ein Laserstrahl eingespeist wird, dann hängt das also ab davon, wie der Mantel aussieht, wie der Brechungsindex des Mantels ist. Und was ich eben gezeigt hatte mit dem Finger, kann man hier nochmal beobachten, wenn man einfach den Lichtleiter, also hier einen rechteckigen Stab, in Wasser packt. Und tatsächlich hängt es dann davon ab, wie der Winkel ist, unter dem das Licht in diesem Stab transportiert wird, ob das Licht tatsächlich weitergeführt wird oder nicht. Also rechnen wir, versuchen wir das zu beschreiben und diesen Winkel Alpha zu finden. Also hier nochmal die Geometrie. Alpha ist gesucht, die drei Brechungsindizes sind gegeben. Totalreflexion tritt dann auf, wenn dieser Winkel Alpha K, besser gesagt, wenn der Winkel in dem Medium selber, in dem Glas größer ist als das Alpha K. Das ist der kritische Winkel. Also dann, wenn der Strahl hier gerade mit 90 Grad weiter transportiert wird. Den brauchen wir also. Außerdem können wir dann, wenn wir den Winkel haben, auch dieses Beta hinschreiben. Das ist nämlich gerade 90 Grad minus Alpha K und das den Winkel Alpha auch hinschreiben. Also fangen wir an, erstmal diesen kritischen Winkel hinzuschreiben. Der tritt also dann auf, wenn der gebrochene Strahl den Winkel 90 Grad hat, Sinus von 90 Grad, eingesetzt hier in das Snellsche Brechungsgesetz, ist aber 1. Also kommt raus als Bedingung für diesen kritischen Winkel Sinus Alpha K ist N2 durch N1. Das ist die erste Gleichung, die wir brauchen. Das können wir natürlich auflösen nach dem Winkel Alpha K. Okay, die zweite Größe ist jetzt, dass wir diesen Winkel Alpha haben wollen als Funktion von Beta. Und Beta hängt von Alpha K ab. Klar. Also können wir das hinschreiben. Erstmal hier diesen einfallenden Winkel Sinus Alpha mal N0 ist nach dem Snellschen Brechungsgesetz N1 mal Sinus Beta. Sinus Beta, wenn wir aber da noch einmal hingucken, ist gerade 90 Grad minus Alpha K, denn das ist ja hier ein rechtwinkliges Dreieck. Also können wir direkt hinschreiben, dass das N0 mal Sinus Alpha gleich N1, Brechungsindex vom Kern, von 90 Grad minus Alpha K ist. Für das Alpha K hatten wir aber eben gerade einen Ausdruck gefunden, den wir gleich einsetzen können, haben aber das Problem, dass hier ja 90 Grad minus Alpha K steht. Das ist aber nach den trigonometrischen Formeln oder nach den Umformungen schreibbar als Cosinus Alpha K. Also haben wir hier einen Ausdruck Sinus Alpha und hier Cosinus Alpha K. Eben hatten wir aber gerade gefunden, dass der Sinus von dem Alpha K bestimmt wird durch die beiden Brechungsindizes von Kern und Mantel. Hier steht aber jetzt Cosinus, können wir uns aber zunutze machen, dass allgemein gilt, Sinusquadrat von irgendeiner Größe x plus Cosinusquadrat x ist immer 1. Also ersetzen wir dieses Cosinus Alpha durch Wurzel 1 minus Sinusquadrat Alpha K in dem Fall jetzt. Das heißt, wir kriegen eine Abhängigkeit Sinus Alpha von Sinus Alpha K. Sinus Alpha K war aber gerade
n2 durch n1. Setzen wir das ein und lösen es auf und wir erhalten n0 gleich mal Sinus Alpha gleich Wurzel n1 Quadrat minus n2 Quadrat. Tatsächlich ist das ja gerade die Frage gewesen. Gilt das? Ja, haben wir jetzt rausgefunden. Diese Größe nennt sich numerische Apertur für einen Lichtleiter. Sie bestimmt also den einfallenden Winkel, den Akzeptanzwinkel, unter dem das Licht einfallen kann, um transportiert zu werden, abhängig von den drei Brechungsindizes, die hier eine Rolle spielen. Gucken wir uns das ganz praktisch an, was das bedeutet, wie groß dieser Winkel ist in dieser numerischen Apertur. Wenn wir einsetzen, wir haben typischerweise einen Brechungsindex vom Kern und Mantel, die sind nicht weit auseinander, vielleicht 1,46 und 1,44. Den äußeren Brechungsindex setzen wir von Luft, setzen wir als 1 an. Gut, der ist üblicherweise 1,003 oder sowas ein bisschen größer, macht hier keinen wirklichen Unterschied. Und setzen das ein, dann bekommen wir direkt raus, der Akzeptanzwinkel ist 13 Grad. Das heißt, das ist der halbe Öffnungswinkel, unter dem das Licht einfallen kann. Tragen wir diese Größe hier der numerischen Apertur nochmal auf für n0 gleich 1 und n1, also für den Kern 1,46, wie wir es eben auch eingesetzt haben, jetzt aber als Funktion von dem Mantel, besser gesagt vom Brechungsindex des Mantels n2. Und da sehen wir, dass der Winkel größer wird und hier tatsächlich für ungefähr n2 gleich 1,05 schon 90 Grad ist. Das heißt, das gesamte einfallende Licht wird tatsächlich durch Totalreflexion transportiert, wenn die Schutzhülle, wenn der Mantel, nicht die Schutzhülle, einen Brechungsindex hat, der dicht an 1 ist. Das hatten wir ja auch im Experiment gesehen für diesen Stab oder für das Stück Plexiglas. Also, das ist die Antwort darauf. Vielleicht eine Bemerkung noch. Wenn man einen Lichtleiter hat, der gebogen ist, dann gilt das Ganze natürlich nicht mehr, weil dann in dem Lichtleiter die Winkelverhältnisse anders sind. Das bedeutet, wenn man Lichtleiter zum Transport von lichtoptischen Informationen nimmt und biegt, dann kann Licht möglicherweise austreten und sozusagen die Effizienz des Transportes kleiner werden. Aber das gucken wir uns jetzt hier nicht weiter an, war ja auch nicht gefragt. Okay, so viel hier zu dieser numerischen Apertur.